Servus Leute, hier sind wir wieder bei Terraria mit dem Christoph. Servus. Ja, er hat da die Flare Gun in der Hand und hat da eine Rakete in die Wand gerade geschossen. Ich habe da jetzt ein bisschen Tja. offscreen, bis er raufgekommen ist, da schon weitergemacht, unsere Wand. Dass er nicht noch einmal schneller setzen kann. Und ich hoffe, er wird jetzt noch. Ah, du willst ein Ja. bisschen Holz haben, oder wie? Ja, wäre nett, oder zumindest wenn ich dir helfen soll, wäre es Ja, nett, dann ne? nimm da mal das Holz, was ich dir gerade da hingeschmissen habe. Craften darfst selber. Das sollte ich, glaube ich, gerade noch zusammenbringen. Ah, du brauchst nicht runtergehen, oder? Ich weiß ja, habe ich gerade gesehen. So. Es wird schon langsam Zeit, dass du mal So. weitermachst. Ich muss schon immer springen. Chill, ich muss das einmal craften, was du mir gegeben hast. So viel ist nicht. So. Sind trotzdem einige Stacks, weil das lässt sich ja nur zu 99 stacken. Ah, das ist schlecht. So, ich dürfte gleich alle, wir werden jetzt nachher die ganzen Fackeln abbauen, irgendwann. Untertags mal und dann, dass wir sehen, ob wir jetzt irgendwo was vergessen haben, weil sonst können, glaube ich, trotzdem Mobs spawnen. Ja. So, das ist gut so. Na, das ist noch nicht gut so. Die nächste Ebene. Machst mal gleich die nächste Ebene davor. Weil dann kann ich nämlich einmal schon rauf und kann dann weitermachen, wenn du nach unten auffüllst. Irgendwie laufst du viel schneller als was du legst. Zumindest bei mir. Du hast bei mir jetzt erst urspät danach hingelegt, obwohl du schon viel weiter warst mit dem Charakter. Ja, also Ping. Ja, aber so ein Ping hast, das ist das da bei dem Spiel. Weil das ist da 3 Sekunden. Ach so, weiß nicht. Ja, mein Internet wahrscheinlich. Nein, nein, das glaube ich Nicht. nicht. Das ist gleich einfach so der Bug, wenn man so schnell was baut. Okay, ja. Weil du bist gut mit deinem Charakter, gute 3 Sekunden vor dabei. Oder hast du deine Maus so weit hinten? Oder hast du sie direkt oben am Charakter? Nein, ein kleines Stück auch hinterm Kopf. Okay. Aber nicht viel. So. Die Arena nimmt Formen an. Dann noch schön beleuchten. Und dann kann Cthulhu kommen, der kleine Sack. Ah, der nervt mich schon. Ja. Hast du genug Holz oder nicht? Ich muss schon 3, 4 Stacks sind gleich einmal weg. So, ich schaue immer, dass ich gleich. Bist du leer oder was? Eineinhalb Stacks habe ich noch. Das bedeutet, es geht sich nicht aus. Nein. Das bedeutet, wir gehen wir jetzt gleich untertags noch einmal rüber Holz farmen oder? Na, warte, 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 warte. Du bist da jetzt. Ja. Ja, also Wäre gleich sinnvoller. mir ist es egal, ja, Weil kann man danach können wir machen. da leichter überleben, da erinnern. Stimmt. Und erstens, Cthulhu, wenn er jetzt schon kommt, wenn er nochmal kommen würde, den hätte man schon wahrscheinlich besiegen können. Obwohl es ist ein bisschen dunkel erinnern. In der Nacht. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen im Licht. So, ich hab genug Stacks auf jeden Fall von der Wand. Gehst du selber holen oder soll ich mitgehen? Holz. Mir ist es Weil egal. dann mache ich einmal dort. Achso, ich kann sowieso nicht weiter. Wenn mir die Ebenen fehlen. Aber ich kann zumindest ein Stück noch. Gleich ist mein Ja, Holz dann geh da du mal Holz holen, vielleicht komme ich erschöpft. nach. Ich mache mal so weit ich komme. Mach mal du vielleicht auf der linken Seite noch hinauf ganz. So dass ich hinaufspringen kann und von oben auch ein bisschen was machen kann. Ja, dann kann ich da schön hinaufspringen, genau. Bist leer. Mehr gibt's nicht, das war jetzt einmal alles. Aber so viel brauchen wir dann immer. Vielleicht, ich Ah, schätze, so nochmal 200. 200, ja. Ja. Vielleicht, ja, 400, weil 400, das haben wir schon. 3, 4, 3, 4 oder 4 Ebenen. Und du brauchst jetzt noch 4. Okay, du wirst nochmal 400 brauchen, circa. Okay, nein, dann auch nicht so schlimm. Schätze ich einmal. Aber es geht relativ schnell, das Holen. Darüber zu wirst du aber lange Zeit keine Bäume finden. Ja. In die andere Richtung auch. Also, ja, da kommt ja die Wüste und dann. Ja, dann kommt irgendwann einmal der Dschungel, wo wir auch schon viel abgeholzt haben.
Ja, das ist ja mal Goni, halt, das bringt uns auch nicht wirklich viel. Ja, außerdem. So. Ich baue da mal Wände. Bis in der Nacht sollte man fertig sein. Mhm. Könnte sich ausgehen. Wir haben so viele Seile, wir könnten einmal aus den Seilen irgendwas machen zum Rauf. Zum Rauf was? Raufklettern. Ja, aber wo willst du was machen? Weiß ich nicht. Könnte man das im Fallschacht machen, dann könnte man da rauffahren. Wieder wie ein Lift. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, wie es dann beim Runterspringen. Muss man da was drücken? Muss man. Nein, hält man sich nicht automatisch? Drückst, nein, nur wenn du rauf drückst, hältst du dich. Okay. Ja, kann man sich da nicht längere Seile auch gleich machen aus den Seilen, Teilstücken? Das heißt, hier sind Teilstücken. Naja, du hast Ropes und dann kannst du die craften nochmal weiter. Du kannst dir so ein Rope-Coil machen. Ja, genau. Und dann, das kannst du aber dann werfen. Ah, okay. Also das ist nicht das, was wir wollen. Wir müssen theoretisch jeden Block einzeln setzen. Okay. Halt, das klingt nach Arbeit. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob man es... Ja, es ist schon sinnvoll, weil dann kann man wirklich raufgehen, weil mit dem über Seile ist man doch relativ schnell oben. Ja. So. Gleich wieder einen Stack her von Wänden. Und es wird Nacht. Hast du schon Holz gefunden? Ja, einen Baum. Bist du schon wieder dort, wo es grün ist? Nein. Okay. Der eine Baum war bei uns im Haus. Ja, da haben wir ja ein bisschen welche angepflanzt gehabt gleich am Anfang. Der wird jetzt über Tags wieder gewachsen sein. Ja. So, der nächste Stack leer. Es wird mit den Stacks jetzt auch wenig. Ich habe jetzt noch 999 und dann noch 90. Es wird knapp werden. Nein, es sollte sich ausgehen, aber. Ich mag es gerade wieder auf mühsame Weise, das Blöcke setzen mit Springen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mich oben festhalte, weil dann kann ich auch nicht wirklich viel. So, da ist ein Schleimi herinnen. Ah, ich will dann kurz mal zurückgehen in unser Haus. Und schauen mal, was wir da nehmen könnten als Lampenzeug. So, jetzt bin ich wieder da, wo es kommt. Weil da würde ich auch wahrscheinlich Holz noch brauchen, schätze ich mal. Dann kommt drauf an, kann man irgendwas aus Metall machen? Ja, ich schaue, dass man es aus Blei machen, ja. Weil das definitiv eine Arena passen, das muss hart sein. Wobei Blei ja nicht wirklich hart ist. Also naja. Was? Blei? Blei, aus Blei kannst du Bleimantel machen und so weiter. Strahlenschutztechnisch extrem gut. Ja, strahlenschutztechnisch, aber nicht härtetechnisch. Ich habe keine Ahnung, wie hart Blei ist. Urweich. Wirklich? Okay. Ja. Und wieso macht man dann Bleitüren? Weil es eben so dicht und schwer ist und gut abschirmt, aber nicht, weil es so hart ist. Ja, aber da geht die Mob-Monster, die tun ja da dagegen hauen und kriegen sie nicht auf. Und das ist schwer, das ja, ist das hast Wichtigste. Hast du schon mal eine Stahltür gesehen? Es ist schwer. Aber es ist im Material oder im Werkzeugsinn ist es nicht hart. Im Gegenteil, also Blei ist sehr weich. Okay. So, jetzt sehe ich bald gar nichts mehr, weil es ist Nacht und im Haus ist es auch dunkel. So, jetzt habe ich das wird ein Wahnsinnsbad werden. Der wird so groß, dass ich nicht einmal glaube, dass er da ist. So dunkel oder was? Ja, ich muss mal eine Lampe setzen, sonst schaut das aus wie... Nein! Nein! Anscheinend kommt es noch jede Nacht. Ich glaube schon, das wird neu sein jetzt. Ja, das Blöde ist, jetzt können andere Sachen auch noch herinnen spawnen, weil ich noch nicht fertig bin mit der Rückwand komplett. Glaubst du, soll ich kommen? Ja, komm zurück. Das ist ein Spawn bei dir. Nein, ich glaube, es spawnt nur beim Host. Das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Werden wir schauen. Auf jeden Fall, ich baue noch einen Baum ab. Und ich setze da mal ein paar Fackeln irgendwo hinein, dass ich mal ein bisschen mehr sehen.
auch wenn das jetzt nicht schön ist. Die reißen wir halt dann wieder alle ab, die Fackeln. Könntest aber kommen, weil dann könnte man es wirklich vernichten, falls es kommt. Ja. Weil wir haben es so schlecht, schaut es nicht aus, die Arena. Es fehlt jetzt zwar oben noch. Okay, es ist schon da. Es ist bei mir. Ist bei dir. Ja, ich ach Gott. Ich habe gesagt, es ist nur beim Host. Das Problem ist, gegen das Auge habe ich ja nicht viel Chance alleine, weil du hast ja den Boomerang. Ja. Ich bin schon am Rückweg. Ich werde auch jetzt nicht mehr stehen bleiben. Hast du einen zweiten Boomerang zufällig einstecken? Einen zweiten? Ja. Nur einen, meinen Bumerang einstecken. Hast du einen Bogen oder sowas? Ja, habe ich. Einstecken? Ja. Dann gib mir deinen Bumerang und bring den Bogen oder sowas nachher. Mhm. Weil mein Schwert, mit dem was ich da jetzt habe, weil ich das nicht die ganze Zeit, da muss ich die ganze Zeit klicken. Schaffe ich sonst nicht. Arsch. Mit dem Eis eingebrochen. Noch urweit weg. Ich wette, wir schaffen so weit hinunter und dann wird's Tag. Schauen wir mal. 200 habe ich gleich erunden von dem Auge. Den Dämonenaltar habe ich jetzt auch gesehen. Ja, das sind ein paar auf dem Weg dorthin. Ich habe jetzt keine gesehen. So. Scheiß Auge. Okay. 300 habe ich gleich erunden. Das Ei, auf Cthulhu. Irgendwo den Namen Cthulhu kenne ich von irgendeinem anderen Spiel auch noch. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht vorher gehört, also, ja. So, jetzt muss ich ein bisschen live racken, aber ich hoffe, du kommst gleich einmal her. Ja, ich nähere mich. Weil sonst bin ich langsam, sterben. Aber doch. Ich lasse die Herzen ein bisschen herumliegen, was ich bei den kleinen abbaue, weil die kann man sich nachher noch immer holen, wenn man sie wirklich braucht. Die verschwinden ja nicht so schnell. Mhm. Bald ist er da. Aber nicht mehr weit. Bin ich schon bei unserem Anfangshaus und jetzt höre ich schon die Musik. Immer ein gutes Zeichen oder halt ein schlechtes Zeichen. Na okay, komm, Auge, komm wieder runter, nicht nur immer. Und du willst wirklich meinen Bumerang haben? Nein. Und ich will dir auch meinen Bumerang geben? Nein. Ist schon in Ordnung, ich mach das da weiter mit meinem Zombie-Arm. So. So, ich hole mir mal das Herz da, weil sonst sterbe ich bald. Bist du schon da? Ja, geht gerade ja. Unten rein. Kannst schon raufkommen. Viel mehr habe ich noch nicht geschafft. Ja, aber ob wir das Auge da jetzt noch besiegen oder nicht,
Ich mache jetzt einen kleinen Cliffhanger hinein, den werden wir erst im nächsten Part sehen. Und ja, ich sage mal ciao und wir sehen uns gleich wieder. Servus.